So, meine Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht's mal auch um eine Survival-Show, diese wurde aber 1:1 von 7 vs. Wild kopiert. Gleich vorneweg, natürlich ist 7 vs. Wild auch stark angelehnt an Alone. Manche würden dort sogar schon das Wort Kopie benutzen, aber was jetzt ein persischer Content-Creator gemacht hat, ist wirklich mit allem gleichgesetzt wie in Staffel 1 in Schweden. Sogar mit der Location, der Aussetzung, Gegenständen und den Tageschallenges. Also es ist wirklich schon funny. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt dran und abonniert den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Schon mal kurz vorneweg, ich möchte hier keine Sendung irgendwie schlecht reden oder so. Zuallererst sind alle Shows legitim, um die es im Video geht. Ist natürlich auch alles erlaubt, also darum soll es hier auch gar nicht gehen. Dass Sachen kopiert werden, ist nichts Neues. Und dass vor allem wir Deutsche gerne Content-Ideen aus Amerika klauen, ist auch nichts Neues. Natürlich ist 7 vs. Wild an Alone angelehnt. Das kann man auch nicht abstreiten. Fritz hat das auch nie gemacht. Er hat ebenfalls gesagt vor ein paar Monaten, dass Alone ein amerikanisches Vorbild war und das hat natürlich für Inspiration gesorgt. Also in meinem Trailer sind natürlich schon einige Dinge ähnlich zu 7 vs. Wild. Ebenfalls fallen Wörter wie keine Kamerateams, keine Hilfe und natürlich ohne Kontakt zur Außenwelt. Also der Schnitztier ähnelt sich natürlich auch stark, aber ich meine, was willst du denn auch da groß anders machen, wenn es um eine Survival-Sendung geht? Man kann das Rad halt nicht neu erfinden. Die Trailer müssen natürlich mit Spannung geschnitten werden und mit Wörtern wie kein Kontakt zur Außenwelt beworben werden. Für mich hat 7 vs. Wild trotzdem noch ihren eigenen Stil beibehalten aus meiner Sicht. Aber dass so eine Anlehnung gut im deutschsprachigen Raum ankam, haben jetzt auch anscheinend andere mitbekommen, die keinen deutschen Content produzieren. Und zwar geht es heute um den Kanal MeranMK. Dieser kopiert wirklich 1:1 die Folgen von Staffel 1 aus Schweden. Also der Content ist auf Persisch und auch natürlich für die Zuschauerschaft bestimmt. Trotzdem macht es den Anschein, dass auch einige Deutsche in dem Projekt involviert waren. Daher kommt wahrscheinlich auch die Idee her. Wie schon gesagt, es ist natürlich völlig legitim, wenn man sowas mit eigenen Namen etc. kopiert. Also das ist auch erlaubt, da kann man ja nichts gegen machen. Aber bei dem Kanal, der diese Folgen ausstrahlt, ist halt kein eigener Gedanke mehr dabei. Da wurde wirklich alles übernommen. Sowas ist natürlich sehr, sehr unseriös, weil man kopiert dort nicht nur die Sachen drumherum, sondern auch intern in der Serie gibt es einige Anlehnungen. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer, damit ihr ungefähr wisst, was ich meine. Also allein wenn wir uns schon mal die Animation anschauen, die sagt ja schon alles aus. Die Sendung heißt übrigens Mensch gegen Natur. Gleich im ersten Clip sehen wir auch den Narren, also den See aus Staffel 1 in Schweden. Hier im Hintergrund sieht man übrigens den Spot von Dave und Chris war ja auch auf dieser Insel dahinter. Also es war auf jeden Fall nochmal gut Betrieb in diesem Jahr rund um den See.
Dave hat ja ebenfalls auch in seinem Zweitversuch 7 Tage bei seinem ehemaligen Spot verbracht. Also es wurden auch einfach kleine Details übernommen. Die Farbe der Packsäcke ist gleich, die Umschläge, die Art der Challenges, also es wird auch zum Beispiel einen Floßbau geben. Dann die Animationen wurden auch probiert 1:1 zu übernehmen, ob jetzt die von der Tageschallenge oder die Teilnehmeranimation bei dem Spot oder wie schon gesagt die am Ende. Die Aussetzung ist natürlich auch per Boot und auch Gegenstände wie zum Beispiel Fritz Kuchki in Staffel 1 wurden natürlich auch hier ausgewählt als Gegenstand. Die Kampfschreie gab es natürlich auch deutlich zu hören und auch die Erklärung mit Kameras etc. sieht halt einfach genauso aus wie bei Fritz. Ich meine, man kann ja ein Projekt kopieren, aber wenn es so kopiert wird, dass dort null eigene Gedanken drin stecken und es wirklich nur darum geht, das Original so gleich wie möglich wiederzugeben, weil dies ja schon funktioniert hat, ist das schon ziemlich schwach aus meiner Sicht. Also wenigstens bei den Gegenständen hätte man sich doch mal selber einen Kopf machen können. Es geht dort halt nicht um die Challenge für sich, die bestimmte Anzahl der Tage zu schaffen, sondern nur darum, dass am Ende alles so aussieht wie bei Seven vs. Wild Staffel 1. Es wird natürlich probiert, das Ganze authentisch rüberzubringen, aber sowas ist für mich eine Kopie und nicht, dass Seven vs. Wild Ähnlichkeiten zu Alone hat. Also wenn Seven vs. Wild von Alone kopiert sein soll, was ist das dann bitte hier? Also sprachentechnisch kommen da die Zielgruppen sich natürlich nicht in die Quere, das ist schon mal klar. Also da werden jetzt keine Views von Seven vs. Wild weggenommen oder so, da es ja natürlich auf einer anderen Sprache ist. Und wenn ich mir die Views jetzt mal so anschaue von den anderen Videos auf dem Kanal, sind es natürlich schon ein paar Klicks mehr. Aber bis jetzt auch nicht so, dass es komplett heftig ist. Also es gab schon mehrfach Videos vor ein paar Wochen auf dem Kanal mit der ähnlichen Aufmerksamkeit. Man muss natürlich dazu sagen, dass erst die ersten beiden Folgen online sind und dass bei Seven vs. Wild der richtig große Hype auch erst ein paar Tage später kam. Aber natürlich sind das auch erstmal von den Abonnenten her riesige Unterschiede von Fritz zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe ja die Views in Relation betrachtet. Also sprachentechnisch zu Deutsch ist es relativ ähnlich von der Anzahl. Da Persisch ja auch noch als Zweitsprache in anderen Ländern gesprochen wird, sind es auch rund 130 Millionen, die diese Sprache beherrschen. Natürlich sind die von YouTube her nicht so aktiv wie die Deutschen, aber auch da ist ein großes Publikum auf jeden Fall möglich aufzubauen. Ihr könnt mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Situation so hält. Findet ihr sowas ist mittlerweile schon normal? Ich blende euch jetzt noch ein paar Szenen aus der Sendung ein. Etwas zusammengefasst aus den ersten 2 Folgen mit Vorstellung und Aussetzung. Wer Interesse hat, kann sich diese ja noch anschauen. Gut, ich denke, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie das Ganze so abläuft und wie ähnlich das natürlich zu Seven vs. Wild ist. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Like freuen. Und dann macht's gut, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal.